Den Dandy oder den klassischen Dandy zeichnet aus sein Hang zur Selbststilisierung, dass er sich selbst zum Kunstwerk stilisieren möchte und zwar angepasst an die Konventionen der jeweiligen Herrenmode seiner Zeit und dann überraschend exzentrisch in den jeweiligen Details. Das sind vor allen Dingen die Krawatte und oder die Knopflochblume, die hier eine Rolle spielen können. Darüber hinaus ist er einer, der gerne provoziert und gegen den Common Sense, gegen vor allem bürgerliche Moralkonventionen, auch bürgerliches Arbeitsethos, Karrieredenken und so weiter, sich stellt, dagegen anargumentiert, für den Müßiggang plädiert und insofern versucht auch antibürgerlich aufzutreten. Die Hochzeit des Dandys in Europa, vor allen Dingen mit den Zentren in England und in Frankreich, ist das 19. Jahrhundert, also die Zeit nach der Französischen Revolution, wo die Aristokratie abgelöst wird und der Dandy nun versucht, gegen dieses sich neu etablierende, demokratische, aber auch uniform wirkende Bürgertum anzugehen, anzurebellieren, dieses zu unterminieren, indem er versucht, selbst häufig bürgerlicher Herkunft, in seinem Stilwillen, in seinem Habitus, in seiner Provokationslust an die Stelle dieser alten Aristokratie im Sinne einer Geistesaristokratie, also auch einer Arroganz, einer Kälte, einer Aura, einer Autorität, die er an den Tag legt, sich zu stellen. Uns ging es ja vor allen Dingen darum, das Geschlechterspiel, was sich mit dem Dandy verbindet, hier zu zeigen. Und das heißt also die androgyne Erscheinungsform des männlichen Dandys und die oft eher maskuline Erscheinungsform der Femme Dandy und dann wiederum auch nochmal die sehr feminine Erscheinungsform von heutigen Dandy-Sets. Ein heutiger Dandy könnte sich oder müsste sich eigentlich auch dadurch auszeichnen, dass er nicht jeden Hype mitnimmt und mitmacht und sich nicht wie so ein klassisches It-Girl zum Beispiel präsentiert, sondern schon nach wie vor diese sehr starke Zurückhaltung hat, sich zwar zeigt, aber auch in dieser deutlichen Kühle weiterhin zeigt.